Hallo und herzlich willkommen zurück zum Live-Let's Play von Enshrouded. Und ja, wir waren ja das letzte Mal hier schon zu dieser Krypta der Erbauer mit dem Alchemisten gegangen. Allerdings habe ich jetzt da unten einen Altar hingestellt. Wir waren zwischenzeitlich zu Hause, haben uns leer gemacht, aufrepariert und geschlafen. Und jetzt würde ich hier mal reingehen, würde ich sagen. Oh. Ah, okay, den kann man aber, dem kann man gut entgehen. Interessant. Schlammfüße? Hatte Schlammbeinchen. Okay, es ist auf jeden Fall interessant hier. Diese Schlammbeine. Oh, hier sind auch noch zwei von denen. Aua! Alter Schwede. Der Hund hat reingehauen. Was? Hat sich doch gerade einer beschwert. Noch ein Bogen? Bücher? Okay. Hier ist noch so eine Gitterbox. Die nehme ich auf jeden Fall immer gerne mit, wegen dem Metall. Hast du geschimpft? Boah. Hier ist ja eine coole Aussicht. Drehschick. Okay, wir hätten mal auch direkt hochgekonnt. Ich gucke immer zu wenig nach diesen Hakenteilen tatsächlich. Interessant auf jeden Fall. Interessant, interessant. So. Und wieder ein Schlamm. Ich hoffe, es ist Schlamm. Was sollte es auch sonst sein? Krypta der Erbauer, Alchemist. Okay.
So. Der ist erstmal Geschichte. Die Fässer besser immer direkt wegmachen. Oh, ein Brief. Unsere Beute ist verstaut. Die Beute war zu gut, um sie mit dem Rest dieser Halsabschneider zu teilen. Also versteckte ich die besten Teile am letzten Ort, an dem jemand suchen würde. Du kennst die Höhle gut genug. Plünderer Versteck. Oh. Da? Ach, guck. Interessant. Oh. Wir haben echt gut viel Metall dabei, ne? Das finde ich nice. Also alle Sachen, die am Anfang Probleme waren, sind jetzt keine Probleme mehr. Da hinten ist auch eine Höhle, aber das ist, glaube ich... Oh, das könnte das Plünderer-Versteck sein, oder? Gucken wir genau dahin. Wir gucken genau dahin. Das ist bestimmt das Plünderer-Versteck. Ach nee, kann man drüber hüpfen? Wahrscheinlich bis da oben hin. Dann ist da oben bestimmt irgendwas. Interesting. Erstmal gucken, was sie freilegen, wollte ich gerade sagen. Ein Haufen Spinnen legen sie frei. Och Mann. Ich weiß immer nicht, ob das dann so nötig ist. Weil das ist schon brrr. Da kribbelt sie einen direkt überall. So, Dille. Oh, okay. Okay, okay, okay. Oh. Oh. Da war noch ein Kumpel. So, jetzt definitiv nicht mehr. Den plündern wir. Aha, 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 aha. Hallo. Das Altmetall jetzt durchgepurzelt oder was? Nein. Seht ihr, also wenn man rumsteht, geht das nicht mit dem. Weil ich dachte am Anfang immer, man kann es vielleicht abseilen oder so. Aber scheinbar nicht. So. Den haben wir noch nicht geplündert. Oh, hier geht auch nochmal eine Leiter hoch. Schlafen wollen wir jetzt nicht. Oh. Abbauen. Erledigt. Huch. Wow. Okay. Dann gehen wir doch mal. Huh.
Vielleicht sollte ich diese komischen... Dinge auch öfter mal nutzen. Hi! Okay. Das war irgendwie ein cooler Move. Aber da ist schon wieder so einer. Irgendwas dahinter. Nee. Weiter sein können. Aua! Ja, ich habe wieder nicht aufgepasst, wo ich hinrenne. Hier bin ich wieder rausgerannt. Offensichtlich haben wir irgendwas übersehen. Ah, oh. Hier geht's runter und hoch. Was sehen meine müden Augen dahinter? Kann man nicht auch hier so ein Ding machen? Okay. Hat sich richtig nicht gelohnt. So, wenn ich das Holz mitnehmen. Die Dinger kommen gar nicht hoch. Jetzt kommen sie hoch. Okay, ein Ring der Gesundheit dafür, dass man da diese Dinger plus 1 Gesundheitsregion plus 20 Lebenspunkte. Okay. So, dann haben wir 2 große Ringe jetzt an. Nice. Aua. Das hätte ja fast geklappt. Nö. So, okay. Hier ging es dann irgendwo auch noch. Ah ja, nice. Ja, lieber mein Schwert wieder in die Hand. Auf jeden Fall sehr interessant. Aha, da steht nur einer, siehst du? Oh, da stehen 2. Atabola! Aua! Und den habe ich wenigstens mal gut pariert. So. Oh. Provisorische Sense? What? Okay. Interesting. So. Krypta des Alchemisten. Moment, wir holen den gleich raus, keine Frage.
Ich wollte auch gucken, was hier oben noch gibt. Nichts Interessantes. Oh, Hermann Amboss. Können wir unsere Ausrüstung reparieren? Balthasar, der Alchemist. Balthasar ist der Alchemist. Wow, und 21 Sachen gelernt unter Alchemist. What? Schöne Versteckgeschichte. Vollnis Salzmeister. Zusammen stärker. Das ist noch die Bäuerin. Mächtige Alchemie. Beschwöre den Alchemisten. Ja, das machen wir, wenn wir wieder zu Hause sind. Aho. So viel. Hier haben wir einen Schrein der Flamme. Den haben wir offensichtlich jetzt durch irgendwas aufgedeckt. Hier drei Schreine der Flamme aufgedeckt. Durch whatever. Da können wir noch Seelen holen. Seelen. Funken holen, ne? Gut, gut, gut. Achso, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Tagebuch. Also, hier, genau. Alchemist. Gesundheitstrank. Wasser. Gut, dass wir so viel Wasser haben. Wir haben 95 Wasser. Lila Beeren, rote Pilze. Da können wir uns nämlich ganz viele Heiltränke herstellen. Ich denke mal, das ist besser als die Bandagen. Und die nehmen wir dann mit anstelle der Bandagen, weil wir haben ja auch nicht so viel Platz. Aber das ist auf jeden Fall schon mal super. Miasma Überlebenstrank. Heilungsstrom, Feuerball, Eisbolzen. Oh, die können wir jetzt auch herstellen. Warum zittert das so? Feuerball, Harz. 10 Harz pro Feuerball. Und 2 Knochenmehl. Okay, ich denke mal, Knochenmehl kriegen wir aus diesem Schleifstein. Knochen rein, Mehl raus. Miasma und Wasser. Eisbolzen sind einfacher herzustellen als Feuerbälle. Heilungsstrom brauchen wir die Aureolienblume, Knochenmehl und die Holzsäure, die wir ja schon ein bisschen hergestellt haben. Ach, das jeweils 20 Mal? Eisbolzen 50 Mal? Okay. Insektenstaub. Eine proteinreiche Zutat, die aus der kleinen Panzerbrotling herstellen wird. Okay, Brotlingsbeine haben wir ja auch schon einige. Leuchtstaub. Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen. Wir können auch Miasma-Seelen herstellen aus Sporen und Flüssigkeit. Wie cool ist das denn? Geistermagierstab. Oh, der ist nice. 17 Kraft. Oh, und hier eine Alchemistenkutte. Oh, ich will die Alchemistenkutte. Guck mal, ein Zauberhütchen. Hexenhütchen. Ja, zwar nur 5 physischen Widerstand, aber dafür 10. 42 Magie. Plus Mana-Punkte. Oder ob man die ein bisschen kombinieren kann. Die mit dem von der Jägerin. Oh, und hier haben wir Büchersammlung. Guck mal, wir brauchen 80 Bücher, um hier so einmal eine Deko herzustellen. Ist nicht euer Ernst. Oh, für ein Buch brauchen wir 20 alte Bücher. Okay. Okay, okay. Also das nächste Mal doch abbauen. Nice. Schleifstein. Knochenmehl. Siehste? Aus Knochen. Siehste? Habe ich doch gesagt. Oh, die Folge ist schon wieder rum. Zeigt uns denn da den Ring? Der ist doch nicht neu. Charakter. Die 2 Ringe. Fähigkeiten haben wir auch wieder 2 Punkte. Also wir müssen irgendwann mal die Punkte zurücksetzen.
Nahkampfschaden wird um 10 erhöht. Heiler finde ich auch nicht schlecht. Verbündeten wiederbeleben ist schwierig, wenn man allein spielt. Das ist echt schwierig. Nahkampfschaden. Leider verbrauchen 30% weniger Ausdauer. Das ist noch außer Reichweite. Ach Mann. Das fände ich jetzt wieder gut. Deswegen, wir müssen hier unbedingt nochmal neu... neu die Punkte verteilen. Juti, dann haben wir hier ja alles. Perfekt. Hat doch gut geklappt. Dann haben wir jetzt schon 3 Leute in der Base. Nice, nice. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.